scheint hier die Sonne wie eine Verrückte rein und ich freue mich, auch wenn das für die Lichtqualität, für die Filmqualität schwieriger alles macht, aber ich freue mich. Es ist der 17. Samstag. Und es gibt Socken. Schlichte, ich würde mal sagen dunkelblaue Socken. Ja, noch warte ich auf die bunten Socken. Bin gespannt. Tochter an Mama, wo sind die bunten Socken? So, und hier haben wir gleich zwei Kätzchen. Man sieht sie gar nicht richtig. Wie sieht man sie denn? So sieht man sie. Auf der 17. Zusammenkuscheln ist natürlich auch richtig schön. Und da steht drauf: Freundschaft ist wie Heimat. Von Kurt Tucholsky. Ja, doch. Das stimmt schon. Freundschaft. Nee, andersrum. Heimat. Bin noch nicht ganz wach. Heimat ist ja auch eher eine Person oder ein Gefühl als ein Ort. Für mich zumindest. Sehr, sehr schön. Das ist so ein bisschen wie ein kleiner Achtsamkeitsmoment am Morgen. Jetzt kommen natürlich noch die anderen Adventskalender. Der Pflug ist heute dran. Ja. Man kann sich vorstellen, dass das relativ schlecht geht, wenn einem schon der Hals wehtut und man nicht so richtig Luft kriegt, ne? Ich muss auch gestehen, kann auch schwierig werden für diejenigen, die Probleme in der Halswirbelsäule haben oder ja, im Schulter-Nackenbereich. Kann dann natürlich auch gut helfen, aber ja, man sollte diese Übungen natürlich nicht unbedingt unvorbereitet machen. Und ja, im besten Fall natürlich unter Anleitung, ne? Eine richtige Yoga-Einheit. Yoga-Stunde machen. Ja, der Pflug für heute. Den braucht man auch fast. Bei mir liegt nämlich noch Schnee und jetzt kommt die Sonne dazu. Ich hoffe, es wird nirgends Eis, sondern bleibt alles sicher. Der Tee-Adventskalender. Ich muss wieder suchen. Da ist die 17. Mit einer Hand wird es nichts, aber es steht zumindest schon mal drauf: Pure Energy. Das klingt gut. Die kann ich gebrauchen. Und es ist ein Kräutertee. Man kann es nicht so richtig gut erkennen. Naja, ich fummel es gleich raus und werde den vielleicht ja auch heute oder morgen trinken, weil, wie gesagt, ich trinke gerade richtig viel Tee und habe irgendwie auch Bock, die verschiedenen auszuprobieren. Die 17, ich habe sie schon entdeckt. Direkt in der Mitte ist wieder Popcorn. Süß-salziges Popcorn. In the end, it's not the years in your life that count, it's the life in your years. Vollkommen richtig. Wir wollen den Jahren mehr Leben geben und nicht unbedingt dem Leben mehr Jahre. Wäre natürlich auch schön. Aber ein sehr nachdenklicher Spruch für Richtung Ende des Jahres. Und das wird heute garantiert verspeist. Die Nummer 17 ist hier unten. Und ich sage, es ist was Süßes drin. Was zum Essen. Mal gucken, ob ich recht behalte. Nö. So ganz und gar nicht. Oh, wie toll. Von Langhaarmädchen. Ein Haaröl-Elixier Intensiv Repair mit Kokos und irgendeinem Öl. Buriti-Öl? Oder so ähnlich. Mal gucken, könnte ich ja heute noch direkt verwenden, ausprobieren. Ja, die Sachen von Langhaarmädchen fand ich bisher alle richtig cool. Und schön designt eigentlich auch, irgendwie mit Stil. Keine Ahnung. Ich finde es, ich mag es gerne. Deswegen auch ein Haaröl gar nicht verkehrt. Die Nummer 17 ist riesengroß. Guck mal. Es ist nicht so schwer wie die Brotbackmischungen. Also wird es heute wohl keine Brotbackmischung wieder sein. Nein, aber. Oh, was Süßes. Hitchies. Ja, wie ich hier schon mal sehen kann, sehr wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob das jetzt fokussiert hier, ne? Doch, ein bisschen. Gelatine, ja. Schade, 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 schade. Schade, Kaubonbon. Ich werde die wohl verschenken, weil die nicht vegan sind. Sehr, sehr schade. Ich hätte mich jetzt natürlich auch darüber gefreut, wenn es was Süßes ist. Und es vegan gewesen wäre. Vor allem, weil ihre anderen Produkte ja auch teilweise vegan sind und extra ausgezeichnet sind. Schade. Damit es quasi für jeden passt, finde ich persönlich, ja. Und man kann damit ja auch ein Zeichen setzen. Tja, wie seht ihr das?
Jetzt waren da viele Sally-Produkte drin, jetzt ist da einfach ein Süßkram drin, was gar nichts augenscheinlich zumindest mit ihr zu tun hat. Vielleicht backt sie damit irgendwas, dekoriert sie irgendwas damit, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe nicht mehr alles so verfolgt in den letzten Monaten, Jahren. Wie findet ihr das? Ich werde es jetzt, wie gesagt, verschenken. Zur Not, meine Kollegen essen alles, glaube ich. Das heißt, ja, da kann ich es immer mitbringen. Aber für mich jetzt sozusagen ein bisschen schade, dieses Kalendertürchen. Eventuell sind das jetzt zwei riesengroße Scheiben, weil der Teller ist auch echt riesig. Eine mit Schokocreme, natürlich, dunkle Schokoladencreme. Und eine mit meiner neuen Marmelade, die ich geschenkt bekommen habe. Pfirsich, Marmelade mit Zimt von einer ganz lieben Freundin letztes Wochenende. Heute wird sie schon getestet auf dem selbstgebackenen Brot, zumindest mit der Backmischung. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ich bin zwar noch nicht topfit, aber ein paar Dinge müssen erledigt werden. Unter anderem einkaufen. Und vielleicht hole ich ja auch Bücher ab. Könnte passieren. Und die Sonne scheint. Es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich, wie hier die Sonne reinscheint. Ich kann nur einfach einmal kurz das Chaos nicht so richtig gut zeigen. Und die dreckigen Fenster. Ich hoffe, ich nehme die Kamera mit und zeige kurz draußen dann natürlich auch, wie es da ist mit dem schönsten Sonnenschein. Herrlich. So darf ein Winter-Adventstag sein. Nach einem langen Tag des Einkaufens und ja, so viel habe ich dann auch gar nicht mehr geschafft. Ich würde es gern sagen, ich habe noch ganz viel geräumt, aber habe ich gar nicht. Ich habe mich viel ausgeruht noch. Ein ganz lieber Freund hat mich gezwungen. Lieber Freund und gezwungen. Ist eine schöne Kombi. Naja, bei mir gibt es jetzt auf jeden Fall eine kuriose Kombi aus Brot, das selbstgebackene, mit Tartex, also dem Brotaufstrich, der mal im Adventskalender drin war. Den wollte ich jetzt doch mal probieren. Ihr merkt schon, meine Stimme ist gleich wieder weg. Es tut mir so leid. Grüne Oliven, die ich gekauft habe heute. Butter, die da noch drauf kommt, also vegane Butter. Suppe, die es noch gibt, auch von dem ganz lieben Freund. Wie gesagt, der hat die mir gemacht und ich habe noch ganz viel da. Davon werde ich noch eine Weile zehren. Und vielleicht gucke ich gerade, es klingt total narzisstisch arrogant, ne? Vielleicht gucke ich gerade den Heidelberg Vlog aus dem Oktober letztes Jahr, weil ich den so gern mag. Ja, vielleicht tue ich das. Ich hoffe. Ihr habt auch einen schönen Abend und genießt ihn so gut es geht. Es ist der letzte Samstag vor Heiligabend und morgen ist dann der vierte Advent. Bevor ich mich jetzt gleich auf mein Sofa setze, lege, wie auch immer, und mein Buch noch beende, wollte ich mich nochmal melden mit den Tees, die ich auf jeden Fall schon getrunken habe. Das sind jetzt irgendwie nicht alle, aber es sind die, die ich gerade gefunden habe. Und die ich einmal kurz ein bisschen einordnen wollte. Und zwar sind hier. Guck mal, wie das mit dem Fokus funktioniert. Der Green Chai. Ich habe mir mehr davon versprochen, deswegen steht er ganz links. Es geht von links nach rechts, wird es besser. Also Green Chai und Karamellkakao. Ja, konnte man trinken, aber war jetzt irgendwie nichts Besonderes und auch nicht so besonders. Eher so, dass ich dachte, naja, ja, trinke ich jetzt. Ja, mehr auch nicht. Dann in der Mitte. Crazy Fruit und Pure Energy. Pure Energy war echt gut, aber dann irgendwie doch nicht so besonders. Also vielleicht sogar besser als Crazy Fruit. Crazy Fruit hat auch total lecker gerochen, muss ich sagen. Aber irgendwie, ja, haben mich beide nicht so wahnsinnig abgeholt. Und dann. Highlight war auf jeden Fall Kakao-Waldfrucht. Wirklich, ich habe es echt, echt gerne getrunken. Hat mir richtig gut geschmeckt. Ebenso wie Ayurveda Pitta. Das war sowieso der erste Tee, der mir so richtig gut geschmeckt hat von allen. Alle, die ich vorher schon gezeigt habe, vor dem hier, waren in Ordnung, aber irgendwie nichts Besonderes. Keine Ahnung, waren eben nicht so toll. Deswegen, also. Ja, das war so der ausschlaggebende Punkt. Da hat es dann angefangen mit den richtig guten Tees. Und tada, mein bisheriges Highlight, Sweet Chai. Absolut mein Ding. Also ich werde mich mal umgucken, ob man den bei denen bestellen kann. Und dann, ja, werde ich mir vielleicht noch irgendwie eine größere Packung davon bestellen. Und ganz viel Gaps Bio
Sweet Chai trinken. Da bin ich irgendwie, ja, sehr drauf hängen geblieben. Oder wie soll ich sagen, ich fand es wahnsinnig gut einfach. Mir fällt gerade auf, dass die sehr unterschiedlich gelabelt sind. Also dieses Bio-Zeichen ist immer hier so, hier daneben. Der Akku blinkt schon wieder. Dann steht hier aber glutenfrei und vegan. Und hier steht es nur im Text. Auch spannend. Ist der gleiche Tee-Adventskalender, ne? Naja, ich lese es auf jeden Fall noch und melde mich dann nochmal mit einem Fazit zum Buch. Zwei Dinge, bevor ich jetzt wirklich weiterlese. Zum einen, ich zeige mich mal heute. Ich glaube, das habe ich noch nicht getan. ich habe heute verschiedene Dinge eingekauft, nicht nur Essenssachen, sondern eben auch noch was für die Wohnung. Das heißt, ich habe jetzt einen Teppich, einen Badteppich, Dusch. Dings vor der Dusche einfach. Das werde ich bestimmt mal noch zeigen, die Tage. Und ich habe was zum in die Dusche reinhängen, an die Fliesen, damit ich da meine Seife drauf ablegen kann. Bisher war das sehr unpraktisch am Boden, auch wenn sie groß ist, die Dusche, aber muss ja nicht sein. Auf Dauer. Und was gab es noch Neues? Es gab ganz viel nicht, deswegen ein Baumarkt nach dem nächsten und eine sonstige Abteilung nach der nächsten. Ach genau, eine Halterung fürs Handtuch, die muss noch angebracht werden. An den Fliesen, natürlich alles geklebt, nicht gebohrt. Und noch irgendwas, ne? Was war denn noch? Ach so, genau, so ein Regal. Also so ein, es sieht ein bisschen aus wie Weinkisten, aber nicht so richtig. Ich wollte eigentlich sowas wie Weinkisten haben. Und jetzt hatte ich einfach auch gar keinen Nerv mehr, ewig noch danach zu suchen, nach was, was passend wäre. Deswegen habe ich das jetzt einfach genommen. Es sieht aus wie so halb oben offene Weinkisten, die so direkt übereinander montiert werden. Ist auch noch nicht aufgebaut, wird in die Küche gestellt. Neben meinen Kühlschrank. Da können dann so Sachen rein wie Kartoffeln, Zwiebeln und sowas. Ja, mal gucken, ob das gut passt. Genau, ich habe da jetzt noch Jutebeutel dafür gekauft, die eigentlich über Pflanzen gehören. Mal gucken, ob das gut irgendwie hinhaut. Damit nicht zu viel durchkrümelt. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass wenn man oben was reinlegt, dass es gleich durch alle Dinger durchkrümelt und auf dem anderen Zeug landet oder so. Deswegen, ja, habe ich die jetzt noch mitgenommen. Mal gucken, ob das gut funktioniert. So, die Sachen, wie gesagt, das ist auch noch alles im Werden hier in der Wohnung. Jetzt werde ich neben meinem schönen Regal und meiner Weihnachtsdeko, die natürlich leuchtet, werde ich noch lesen und mich dann nochmal melden mit dem Buch, wie es mir gefallen hat. Ich bin sehr gespannt, wie es weiter oder ausgeht. Ja, und dann war es das schon wieder für heute. Heute war ein sehr, sehr schöner, sonniger Tag. Ach so, der zweite Punkt, wegen dem ich mich nochmal melden wollte. Ich habe gerade eben zum Essen, zum Abendessen, habe ich tatsächlich einen meiner eigenen Vlogs geguckt. Das mache ich relativ selten, würde ich behaupten. Aber manches Mal macht es mich so unfassbar dankbar, dass ich es irgendwie auch gerne tue. Das heißt, ich habe diesen Vlog angeguckt und das war im Oktober letztes Jahr. Und es hätte halt genauso gut sein können im Oktober diesen Jahres, weil es mir so nah noch vorkam und ich noch so viel wusste darüber, so Einzelheiten, die nicht im Video waren und über die ich auch gar nicht gesprochen habe im Video. Also ich weiß noch so viel, was drumherum passiert ist, was ich nur angedeutet habe zum Teil oder auch nicht mal angedeutet habe. Ja, und ich weiß auch noch, dass es genau in Heidelberg war, als ich einen ganz, ganz lieben Freund kennengelernt habe. Zwar online, aber es war genau zu dem Zeitpunkt, das weiß ich noch exakt. Ich bin da so unfassbar dankbar dafür, dass ich mich auch gleich nochmal bei ihm melde und ihm das sage, weil es ist einfach ein Jahr her, aber es fühlt sich an, als würden wir uns schon jahrzehntelang kennen. Und auch wenn wir leider im Moment wenig Kontakt haben, was aufgrund von Stress auf beiden Seiten und Umzug auf beiden Seiten echt gerade blöd läuft, aber ja, ich bin dafür so, so unfassbar dankbar, weil er kam, als zwei andere Menschen aus meinem Leben gegangen sind und die beiden sind freiwillig gegangen, keine Sorge, da ist niemand gestorben oder so, aber ja, es hat so gut getan damals, dass er plötzlich einfach da war und sozusagen gar nichts wusste von seinem Glück, wie wichtig und wertvoll er ist und wie toll und wie wichtig und wertvoll er mir dann auch noch wurde. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon irgendwie gespürt habe, dass das was Großes ist, dass das irgendwie was Besonderes und nicht einfach nur mal eben sich kurz kennengelernt, über den Weg gelaufen und dann wieder vergessen. Deswegen, ja, war irgendwie was Besonderes. Da bin ich so unfassbar dankbar dafür, auch dankbar,
tatsächlich in Heidelberg gefilmt habe, dass ich, ja, dass ich das einfach genießen konnte, die Zeit dort, weil es ganz anders gedacht und geplant war und ich mich eigentlich auch viel geärgert habe im Hintergrund und eben einiges nicht so gelaufen ist, wie gewünscht oder gedacht. Und manchmal schenkt uns das Leben genau diese Momente, an denen wir zum einen verzweifeln könnten und uns aufregen und alles hinschmeißen oder an denen wir sagen können, naja gut, jetzt erst recht, jetzt genieße ich die Zeit, mache das Beste draus und das habe ich getan. Ich war im Kino, ich habe mich noch sehr an den Kinofilm erinnert, als ich da plötzlich davon gesprochen habe. Das ist ja auch die Idee gewesen, weswegen ich drauf kam, genau diesen Vlog zu gucken, weil ich ja eben über das Buch von Lucy Fricke, Töchter, gesprochen habe und die Verfilmung da gesehen habe. Und im Video sage ich, dass es 3 Jahre her ist, dass ich es gelesen habe, das Buch. Heißt, jetzt ist es schon über 4 Jahre her, dass ich es gelesen habe mit Anja zusammen und es fühlt sich nicht so an. Zum einen die Zeit, wie schnell die vergeht einfach und ich erinnere mich an so vieles aus dem Film, aus dem Buch, aus der Zeit, aus dem Austausch mit Anja, dass ich mir denke, das kann wirklich nicht sein. Faszinierend, ja, wie die Zeit verfliegt und ich sehe, wenn ich mich angucke, und das fällt mir nicht unbedingt leicht, ich bin jetzt nicht so narzisstisch veranlagt. Ich sehe, wenn ich mich angucke, eine jüngere Version von mir. Und irgendwie tut es manchmal auch ganz gut zu wissen, dass ich das heute nicht mehr bin. Dass ich heute weiter bin, hoffe ich zumindest. Reflektierter bin. Erwachsener vielleicht ein Stück weit. Hoffentlich nicht zu ernst geworden bin. Und ja, wie ich einfach jedes Mal wieder schätze, jeden einzelnen Moment, in dem ich zurückgucke und merke, was war das für eine schöne Zeit? Und wie habe ich da nicht doch irgendwie das Schönste draus gemacht, was machbar war? Das zeigt mir auch jedes Mal wieder dieses Wertvolle daran, was es für mich zumindest ist. Ich mache hier nicht Videos, weil ich unbedingt mich darstellen möchte, weil ich irgendetwas darstellen möchte, weil ich Bücher zeigen will. Ja, und drüber sprechen, ja, aber es ist nicht einfach nur ein, ich weiß auch nicht, ein, ja eben kein narzisstischer Kanal, um mich selbst darzustellen. Oder zu verherrlichen oder dergleichen, sondern für mich geht es immer darum, irgendwie eine Geschichte zu erzählen oder über Geschichten zu erzählen. Und darum bemühe ich mich. Und gleichzeitig schreibe ich damit auch ein Stück Geschichte, gezeigte, gelebte, auf Video aufgenommene Geschichte. Ja, die dann zu späterem Zeitpunkt mich unfassbar dankbar macht, weil ich eben das nochmal erleben kann. Es so, ja, es so grandios finde, dass ich diese Bilder habe, dass ich diese Aufnahmen habe, in denen ich über etwas spreche und ich selber höre zwischen den Zeilen genau all das, was ich nicht sage, was da trotzdem auch passiert ist, wie ich ja, die Zeit dort verbracht habe und genossen habe. Genau, einfach diese Dankbarkeit, die stellt sich ein und die bleibt und die ist so angenehm, dass ich mir selber so dankbar bin, dass ich da die Kamera dabei hatte, dass ich gefilmt habe, dass ich was erzählt habe, mich ein Stück geöffnet habe. Das ist für mich auch nicht nur leicht. Ich bin eher ein schüchterner, introvertierter Mensch. Und trotzdem mache ich das Ganze, weil ich es, wie gesagt, immer wieder erlebe, wie gut es mir selber auch tut, über Dinge zu sprechen. Ich werde mir bei manchen Dingen klarer. Ich habe schon allein nur durch das Videos machen und hochladen, ja, Kontakte gekriegt und das war durchweg im ersten Moment immer positiv und deswegen möchte ich das alles nicht missen. Also danke, 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 danke an jeden Einzelnen, der mir das ermöglicht, indem ihr doch auch zuschaut und ich ja ein Stück weit die Bestätigung kriege, dass ich es jetzt nicht für null Aufrufe mache. Ja, und selbst wenn es niemand oder fast niemand angucken würde mehr, vielleicht würde ich es trotzdem noch tun, um für mich eine kleine Art Tagebuch zu haben, das niemals vollständig ist, aber auch gar keinen Anspruch daran erhebt, vollständig zu sein, denn das wäre so wie der Anspruch an Perfektion und das habe ich noch nicht überwunden, aber schon längst begriffen, dass es das nicht möglich ist, Perfektion zu erreichen und ist auch gar nicht mein Ziel, weil ich es genauso mag, wie es ist, eben, dass Dinge eigentlich ja fehlen in so einem Vlog und das jetzt hier bei Vloggen ist auch, dass ich mir denke, ich hätte heute viel mehr Sonne zeigen sollen, viel mehr schönen sonnigen Wintertag und ich habe es nicht getan. Ich hatte aber auch irgendwo die Zeit und die Kraft nicht dafür, deswegen sind andere Dinge passiert und die waren auch schön. Und ich habe hier auf dem Sofa geschlafen. Ich wurde ein bisschen gezwungen, dass ich mich ausruhen sollte. Dann habe ich das getan.
So läuft es irgendwie manchmal. Jetzt rede ich hier schon wieder ewig und halte einen Monolog. Dabei wollte ich eigentlich weiterlesen und danach über das Buch reden. Das wird ja auch vermutlich nicht so kurz. Das ist schon wieder ein ewig langes Video. Und jedes Mal wieder denke ich mir, ach, blöd, wenn das Video heute irgendwie ganz kurz wird. So 3 Minuten. Habe ich bisher noch nicht geschafft, ne? Spannend, was dieses Vloggen mit einem macht. Vielleicht spreche ich da morgen mal drüber. Was es mit mir so macht, dieses Vlogmas. So Erwartungen und Wünsche und wie es tatsächlich ist und überhaupt. Vielleicht spreche ich da mal drüber morgen. Ja, würde sich ein Sonntag anbieten, finde ich. Der vierte Advent, das ist so ein richtiger quasi Ende oder Ziel erreicht des Advents. So ein Stück weit am Adventskranz, wenn man einen besitzt, brennen alle Kerzen. Und wenn man dann eben da ein bisschen auf das Jahr zurückschaut und reflektiert oder eben auf dieses Vlogmas zurückschaut und reflektiert, passt dann das ganz gut, wenn ich das auch tue. So, jetzt gibt es gleich noch meine Meinung zum Buch. Und ich höre jetzt aber erstmal auf zu reden und lese. Ist es vielleicht schon wieder sehr spät geworden, weil ich Zeit brauchte, um dieses Buch zu verarbeiten? Ich habe es garantiert noch nicht verarbeitet und ich kann gar nicht sagen, wie sehr dieses Cover passt. Ich kann es einfach gar nicht. Es dreht sich um zwei. Um einen Mann, eine Frau, die beide in einem Zug fahren. Der Mann hat keine Fahrkarte, keine Aufenthaltsgenehmigung. Die Frau hilft ihm. Recht viel mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Und doch steckt so wahnsinnig viel mehr in diesen 123 Seiten. Ich kann es nicht fassen, dass es nur so dünn ist, aber 123 Seiten. Die Reise, auf die wir mitgenommen werden, die ist unfassbar. Sie erinnert mich an ein anderes Buch, das ich unbedingt ganz bald sehr gerne lesen möchte, das heißt Seenotrettung von, wie heißt er denn, Tobias Schlegel oder so ähnlich. Wenn ich dran denke, blende ich es euch hier ein oder schreibe es zumindest in die Infobox. Ein Buch, das über ja, die Seenotrettung spricht im Mittelmeer, also Rettung der Flüchtlinge. Und wer dieses Buch gelesen hat, versteht absolut, warum ich das so sage. Das ist so tief, dieses Buch. Ich kann gar nicht anders. Diese zwei Menschen sind mir so nahe gekommen. Obwohl sie nicht mal Namen tragen. Und ja, das ist ein Fakt, der wird öfter mal verwendet als Stilmittel quasi, dass es einfach nur er ist und sie ist. Und dann wird die Geschichte erzählt und fertig. Ich glaube, es wird eher damit erzielt, dass die beiden Exemplare stehen für wie Platzhalter für andere Menschen und trotzdem eine eigene Geschichte, eine eigene Stimme kriegen, weil es ja eben um genau diese beiden geht. Sie haben mich berührt. Sie haben mich einfach berührt. Und ich habe mitgelitten, miterlebt. Ich habe vieles verstanden, vieles mit Distanz betrachtet, was sie erlebt haben, weil ich es selbst nie erlebt habe und hoffe auch nie zu erleben, denn es sind durchaus viele schlimme Dinge. Er ist, wie man jetzt schon rausgehört hat, und ich glaube, damit spoilere ich auch nicht wirklich irgendwas, er hat keine Fahrkarte, keine Aufenthaltsgenehmigung, er ist ein Flüchtling. Er möchte letztendlich auch wo ganz anders hin, nicht dort, wo er gerade ist. Er ist noch gar nicht am Ziel seiner Reise, er ist noch auf dem Weg. Und da findet diese Begegnung statt. Diese Begegnung, die scheint, als könnte es sie gar nicht geben, denn sie ist eine, die eigentlich ankommt. Zwischendrin könnte man meinen, dass sie wirklich auch ankommen möchte. Und zwar genau dort, wo sie da ist, denn eigentlich wird sie erwartet, sie wird eigentlich abgeholt. Und doch möchte sie dann nicht mehr ankommen und möchte lieber sich erinnern an die Vergangenheit, möchte denken an etwas, das schon vergangen ist und an die Möglichkeit, was da noch kommen mag. Und ich spreche vielleicht so sehr in Rätseln, wie sehr es mich auch in Rätseln hinterlässt. Es sind viele poetische Sätze in einem Buch, das so knallhart über Realität spricht, über die harte Realität von Menschen, die sich auf der einen Seite darum kümmern, dass Menschen wie er abgeschoben werden, dass mit ihnen auf irgendeine Art und Weise verfahren wird, dass sich darum gekümmert wird, um dieses Problem. Und auf der anderen Seite eben er, der wahnsinnig viel erlebt hat, vor allem Schlimmes, wahnsinnig viel durchgemacht hat, trotzdem immer noch auf dem Weg ist und nicht die Hoffnung verloren hat, der sich vieles angeeignet hat, um besser voranzukommen und vielleicht nie am Ziel ankommen wird. Was ich hier an dieser Stelle gar nicht auflösen möchte, ich kann so viel sagen, das Ende ist nicht offen und lässt einen trotzdem sprachlos zurück und auch ein bisschen ratlos, weil erstmal ist nicht klar, was einem diese Geschichte erzählen möchte. Aber vermutlich einfach nur eine unwahrscheinliche Begegnung. Und ich möchte an dieser Stelle zwei
Textstellen tatsächlich wirklich zeigen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, dass ich es auch gut lesen kann. Sie würden nicht gemeinsam am Fluss entlanglaufen, der dunkel glitzerte wie ihr Blick. Dieser Satz, ihr könnt von mir halten, von mir denken, was ihr wollt, hat mich an das andere Buch der Autorin erinnert, an Mit uns wäre es anders gewesen, heißt das Buch, weil es eben ja quasi einen Nachtspaziergang an der Seine hat. Das ist quasi der Anfangspunkt der Geschichte, ihrer anderen Geschichte. Und irgendwie hat mich dieser Satz sofort daran erinnert, deshalb, ja, genau das. Irgendwann geht es dann auch noch ziemlich um das Warten, um genau zu sein, hier drüben auch, um sich nicht dem Warten stellen zu müssen. Also das Thema Warten kommt hier dann auf, Warten am Bahnhof, Warten auf verschiedene Dinge. Und in mir hat es sofort die Erinnerung ausgelöst an ein Theaterstück, beziehungsweise nicht Theaterstück, an ein, ich glaube, es ist ein Klassiker, ein Buch, Warten auf Godot. Ich habe es nie gelesen. Ich weiß, dass in meiner Oberstufe, da haben wir verschiedene Szenen aus verschiedensten Epochen dargestellt, nur in ganz kleinen Stücken. Und da war auch Warten auf Godot dabei. Und irgendwie hat das jetzt dieses Buch in mir ausgelöst. Ich möchte mich mehr damit beschäftigen, weil es ja so ein bisschen auch darum geht, dass Godot meines Wissens eigentlich kein richtiger Mensch ist oder keine richtige Figur, sondern irgendwo ein Warten auf irgendetwas, also gar nicht spezifisch festgelegt, das glaube ich sogar ist. Also ja, auf jeden Fall fand ich spannend, dass mich diese Sätze über das Warten direkt auf den Gedanken gebracht haben und ich das eben auch nochmal angucken möchte. Und hier möchte ich auf den gesamten Abschnitt einmal eingehen. Einen Augenblick lang hatte sie gedacht, ihre Zeit mit diesem Unbekannten zu verschwenden und hatte nicht gewusst, dass sie sich täuschte. Manchmal denkt man, man verliert Zeit und gewinnt dabei sein Leben zurück. Man läuft die ganze Zeit vor dem eigenen Leben davon, vor den Lebensfragen und Problemen und vor allem läuft man ständig vor dem Glück, am Leben zu sein davon. Was auch immer es für einen bereithält. Man darf das Glück nicht verpassen, wenn man spürt, dass es auf einmal da ist und das spürt man schon beim ersten Blick. Und in diesem Buch geht es eben nicht nur um die schlimmen Dinge, also nicht nur um Themen wie Flucht und Abschiebung und wie kommt man mit seinem Leben zurecht und was für große, schwerwiegende Entscheidungen trifft man, sondern es geht eben auch um die kleinen Dinge, um die Blicke, um die ungesagten Worte, um das Glück, das man in dem Moment erlebt und das man meist auch schon zu Beginn spürt und irgendwo auch ein Stück weit spürt, wie es weitergeht, wie es endet. Wir fanden im Buch zwischendurch immer wieder recht überfallsmäßig, fast als wäre es wie in so einem Gedankenanfall oder in so einer Gedankenflut etwas aus seinem Leben, aus seiner Perspektive, aus seinen letzten Monaten und etwas aus ihrem Leben. Keines von beiden ist an irgendeiner Stelle wirklich ruhig, aber die Momente am Bahnsteig wirken zum Teil zeitlos und auch wie aus der Zeit gefallen. Es ist nicht immer ein klares Zeitgefühl dabei, also wie viel Zeit ist schon vergangen. Und dennoch merkt man diese Entwicklung. Und ich bin absolut fasziniert. Ich bin wirklich absolut fasziniert. Ich glaube, im Moment finde ich, weil ich es meinem Eindruck nach besser nachvollziehen kann, auch ohne Kinder und Scheidung, das erste Buch noch etwas besser. Also mit uns wäre es anders gewesen als das zweite, eine unwahrscheinliche Begegnung. Aber beide sind absolut beeindruckend. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, ich werde beide nie vergessen. Das sind so Bücher, bei denen ich fest daran glaube, die werden irgendwo immer einen festen Platz haben. Und ich bin jetzt schon gespannt, wenn wieder was von ihr erscheint oder übersetzt wird. Vermutlich ist ja das eher das Problem. Ich wollte gar nicht schon wieder so viel reden, aber irgendwie hat mich das Buch so dazu angeregt. Auch dieses Thema mit, manchmal merkt man schon von der ersten Sekunde an, ob irgendwas gut geht oder nicht und ob irgendein Mensch länger im Leben bleibt oder nicht, ob er besonders ist oder bleibt. Und auch das kenne ich irgendwo und auch das erinnert mich wieder an meine eigene Geschichte und an das, was ich so erlebt habe schon. Trotzdem brennen sich natürlich irgendwo ein diese ja in Worte gepackte Bilder, die er beschreibt, was er so erlebt hat auf der Flucht. Und es muss grauenhaft sein. Es muss einfach grauenhaft sein, das zu erleben. Ich bin so froh, dass ich das bisher noch nicht erleben musste in meinem Leben und hoffentlich auch nie erleben werde, denn
Ich glaube, das zerstört einem schon die Seele. Ich glaube, danach kann nie jemand wieder der Mensch sein, der vorher war und nie wieder so glücklich und frei und lebendig wie vorher. Und das ist echt heftig, glaube ich. Deswegen, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das Buch an sich ein sehr negatives sei oder eins, das einem die Stimmung runterzieht, sondern ich möchte nur sagen, es hat wahnsinnig viel Tiefe und es steckt viel mehr dahinter als einfach nur eine Begegnung, ein Mann, eine Frau und sie sehen sich. Und ich glaube auch fast mit dem Hintergrundwissen von jetzt ist der Anfang ganz anders, wenn man ihn liest und so manche Gedanken von ihm nicht sofort nachvollziehbar, aber irgendwo menschlich. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich finde einfach toll, was sie schafft. Sie schafft es mit Worten, mich total mitzureißen, mich in eine ganz neue Geschichte zu stürzen und mich gefühlverändert wieder auszuspucken. Es ist echt bemerkenswert. Deswegen, ich kann es dir nochmal zeigen, eine unwahrscheinliche Begegnung von Eliette Abicassis oder so ähnlich. Klug und poetisch erzählt die Bestsellerautorin in eine unwahrscheinliche Begegnung vom Aufblitzen einer Liebe und von der Sehnsucht nach einem anderen Leben. Ja, und eigentlich nicht nur von einer Liebe, es wird auch noch, taucht auch noch ein Kind auf. Mehr sage ich dazu aber auch nicht. Faszinierend irgendwie. Irgendwie faszinierend. Und auf manchen Elementen werde ich noch drauf herumdenken, das weiß ich. Obwohl es nur so ein dünnes Büchlein ist, ne? Da steckt manchmal auf 300 Seiten nicht so viel wie auf diesen 123. Es ist echt unfassbar. Es ist echt unfassbar, was sie schafft. Finde ich zumindest. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich gebe doch keine 19 Euro für 123 Seiten aus. Aber ich kann nur sagen, ich würde es immer wieder tun. Weil es sind besondere Bücher. Und dann ist mir quasi die Geschichte so viel wert, egal wie viel Quantität, also wie viel Umfang sie hat. Anstatt ein Buch, das hat 1000 Seiten und es gefällt mir nicht oder es bringt mir nichts. Und es kostet vielleicht nur 5 Euro. Also, und wer weiß, vielleicht kommen die Bücher auch bald als Taschenbuch raus im nächsten, spätestens übernächsten Jahr. Und dann werden sie auch wieder günstiger werden. Ich kann sie jedem nur empfehlen, wirklich. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel ich aus dem Arche Verlag schon gelesen habe. Hier, Arche Verlag. Keine Ahnung. So, für mich geht es jetzt in den Schnitt von diesem Video und einen Tee dazu. Und dann ab ins Bett. Ich bin raus für heute. Ich bin müde und gleichzeitig von diesem Buch noch aufgewühlt. Ich werde noch drauf rumdenken. Und mal gucken. Eigentlich sieht man es hier hinten schon spitzen, ne? Da liegt ein Buch, das habe ich nämlich gekauft. Das habe ich noch gar nicht verraten, glaube ich. Bevor ich nach München gefahren bin mit dem Zug. Da habe ich das gekauft. Ich habe es auch schon angelesen und ich weiß aber noch gar nicht, ob ich es überhaupt lesen möchte, weil wenn ich es lese, dann ist mein Leben einmal auf den Kopf gestellt, glaube ich. Weil ganz viele Menschen nicht glauben werden, dass ich es gelesen habe, wenn ich es gelesen habe, dass ich es überhaupt besitze und dass ich dann eventuell auch noch einen passenden Film gucke, weil ich mich so lange gewehrt habe. Aber jetzt kam irgendwie der Wunsch. Naja, egal, dazu wann anders mehr. Ich habe jetzt schon wieder so viel geredet. Dazu wann anders mehr. Ich bin für heute raus. Aus und vorbei. Morgen ist Sonntag, der 4. Advent und ich freue mich riesig darauf. Ihr werdet wissen, warum morgen. Morgen gibt es nämlich so ein tolles Frühstück. Da freue ich mich drauf. Und warum, wieso, weshalb so toll und warum auch so speziell für mich, weil es der erste Sonntag ist, den ich hier in meiner Wohnung alleine verbringe. Und ich freue mich so drauf, egal wie viel Chaos noch da ist. Ich freue mich so unfassbar darauf, genau das zu frühstücken. Genau. So, und jetzt habe ich überhaupt alles da? Ich hätte sogar... Wie wird jetzt das bewusst, dass ich tatsächlich alles da habe? Ich habe an den einen Teil meines Frühstücks gar nicht gedacht. Ich habe alles dafür da. Es wird grandios. Ich freue mich. So. Und während ihr das vielleicht zum Frühstück guckt, mache ich dann schon mein besonderes Frühstück, das ihr dann wiederum erst am Sonntagabend, Montag früh seht. Ich bin raus für heute. Tschüss. Bis morgen. Bis zum 4. Advent.